darf das Exportieren seinen freien Lauf nehmen, beziehungsweise ist fertig, deswegen können wir jetzt weitermachen. Falls gerade einer dabei ist, der sich gerade fragt, was da passiert, warum ist das so? Ja, weil ist so. Nee, ich mache die Dinge halt immer direkt fertig für YouTube und deswegen mache ich immer eine halbe Stunde und dann mache ich einen ganz kurzen Cut, damit das eben exportieren kann. Dann brauche ich dann nämlich nicht weiter schneiden oder sonst irgendwas, dann ist das Ding direkt fertig. Also soll heißen, ich bin einfach nur faul. Metall déjà. Dann bauen wir doch mal hier Metalldach drauf. Vielleicht jetzt ja. Können wir das da drauf bauen? Ja, wir können es drauf bauen. Sehr schön. Dann kriegen wir es nämlich jetzt endlich mal so hin, wie ich das haben wollte. Nur das mit der Tür ist halt noch ein bisschen kake. Ich würde hier gerne auch ein Dach drauf haben, aber das geht nicht wegen der Tür. Hat jemand einen Lösungsvorschlag? Das Einzige, was wir eventuell noch machen könnten... Ein Stachelpfahl... Was zur Hölle sollen wir mit einem Stachelpfahl? Was tut es? Ich bin mir unsicher, was es tut. So, ich nehme mal hier dieses Gerüstdingen hier. Das könnten wir nämlich eventuell jetzt hier zwischenkleistern. Und es funktioniert sogar tatsächlich. Weil dadurch kann man, glaube ich, durchlaufen. Ich baue das mal. Das ist jetzt nicht schön. Das ist auch nicht funktionell. Man kommt auch nicht durch. Deswegen war das eine blöde Idee. So, zup, 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 zup. Dann bauen wir das wieder weg. Dann bleibt hier halt in der Mitte halt ein Loch. Wir brauchen es ja auch nicht wirklich. Dann machen wir nämlich hier einfach so eine Ecke drauf. So, erstmal hier. Nein, nicht, nein, 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 nicht einlagern. Einfach aus dem Menü rausgehen. Tür auf, Tür zu. Fertig ist der Nikolaus. Tür zu, habe ich gesagt. Danke. So, hier können wir dann gleich hochwatscheln. Müssen wir jetzt hier noch welche dran bauen? Ich glaube, hier müssen wir noch welche dran bauen. Damit das funktioniert. Weil innen, oder kriegen wir das innen zusammengeführt? Das wäre schön. Metall, Decke. So. Kriegen wir hier was zwischen. Kriegen wir auch da nichts zwischen. Das ist doch blöd, ey. Alles nur wegen dieser Tür. Soll ich die Tür nicht einfach aus Holz machen? Das ist bald das Letzte, was mir so übrig bleibt, eine blöde Holztür rein. Ich mache mal ganz kurz eben, ich speichere mal eben schnell hier, falls das nachher nicht mehr einrastet. Speichern wir mal eben. So, dann nehmen wir die Tür. Toll, wie wir die auf und zu machen können. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Die stellen wir mal hier hin. Einlagern. Und das Ding stellen wir mal eben dahin. Ich hätte die Tür da eigentlich drin lassen können, ne? Fällt mir gerade ein. Benutze jetzt direkt das Ding aus dem Lager? Ich hoffe es. So, Strukturen, Holz, Wände. Das ist auch wieder diese Tür mit diesem kleinen Ding vorne dran. Da kriegen wir wahrscheinlich auch wieder nichts hingebaut. Nee. Ist echt ein Ding. Es gibt keine anderen Türen. Was ein Quatsch. Damit verbaut man sich da total irgendwelche Eingangsmöglichkeiten. Ist genau das gleiche wie das Holzding, nur wie das Metallding, nur aus Holz. Naja, gut. Da muss das jetzt halt erstmal so bleiben und dann müssen wir uns irgendwie hier eine Lösung einfallen. Also hell ist unser Lämpchen, was wir da hingebaut haben, ja jetzt nicht wirklich, ne? Aber es sieht schon romantisch aus, muss man sagen. Und das ist ja auch schon mal was. Ja, ich bin immer noch am Gucken und am Werken oder überlegen, wie wir das dann jetzt hier hinkriegen. Vielleicht hier mit dem Holz... Ach, guck mal, ein Holzdach wird gehen. Witzig. Ja klar, jetzt funktioniert das auf einmal. Oh, Level up.
Durchs Bauen habe ich Level abgekriegt. Das ist natürlich auch mal was Nettes. Ich bin ein Commonwealth-Bürger. Ist das gut oder schlecht? Ich weiß es nicht so genau. Nehmen wir mal die Treppe. Dann nehmen wir natürlich die Treppe hier. Disco, Disco, Party, Party. So, jetzt kommen wir hier hoch. Jo, perfekt. So, und hier können wir jetzt bestimmt noch ein paar Mäuerchen setzen. Holzfertighäuser. Gibt es das auch unter Metallfertighäuser? So eine leckeren Erker? Nee, ne? Nee, gibt es natürlich wieder nicht. Ich weiß, dass ich viel zu kompliziert und überflüssig denke, aber das ist egal. Ich will das so haben. Außerdem ist das mein Spiel und ich mache das so, wie ich das haben möchte. Punkt. So. Wände. Genau die Dinger möchte ich hier haben. Die sind nämlich irgendwie schick. Die haben was. Ach, guck mal, hier können wir das jetzt übrigens auch ganz nach außen bauen. Das ist natürlich auch wieder nett. Hier kommen wir jetzt rauf. Super. Super, jetzt kommen wir hier. Okay, das ist jetzt nicht deren Ernst, oder? Okay, scheinbar ist das deren Ernst. Super. Warum auch nicht? Ich muss den ganzen Scheiß sparen können, den ich hier die ganze Zeit gebaut habe. Und da kommen wir natürlich nicht rüber. Da müssen wir erstmal noch ein paar Decken bauen hier. Die können wir aber dann, glaube ich, jetzt aus... brauchen wir nicht aus Metall machen. Da können wir jetzt einfach nur normales Holz für nehmen. Ist ein bisschen günstiger. Dächer, Böden. Nehmen wir mal Böden. Die kriegen wir hier wahrscheinlich jetzt nicht durch die Wand gebaut, ne? Aber wir kriegen das Loch hier zu. Mache ich das Loch zu oder mache ich das Loch nicht zu? Wieder eine Idee? Zumachen. Na gut, dann machen wir das mal zu. Ja, dann kann ich mir die beiden hier auch noch schenken. Dann kann ich die auch wieder wegreißen. Tatsächlich. Weil das ist dann überflüssig. Dann haben wir noch ein paar Ressourcen mehr hier. Und eigentlich... Eigentlich... kann ich die Metalldinger hier unten auch wegnehmen. Das Holz müsste eigentlich reichen. Ich lasse das mal einfach als zusätzliche Verstärkung einfach mal drunter. So. Mal natürlich nur gucken, dass wir da jetzt irgendwie noch einen Anschluss hinkriegen. Ich weiß, es dauert wieder Ewigkeiten, bis ich immer zur Potte komme. Und ich habe gesagt, dass ich eigentlich losziehen wollte. Aber wie war das noch aufgeschoben? Ist nicht aufgehoben. Ist das jetzt eine Außenecke? Oder ist das eine... das ist hier Ecke, ne? Da kommt die dran. Nee, das ist... Nee, das ist eine... Hä? Das ist doch eine Außenecke. Ich brauche eine Innenecke. Ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt keine Innenecke. Wandende. Hm. Bisschen blöd jetzt. Na komm, lass was erstmal so stehen.
Haben wir jetzt hier weit genug gebastelt. Da haben wir schon mal den Eingangsbereich mal fertig. Sieht schon mal ganz schnieke aus, sehr einladend. Wenn ich davor stehen würde, würde ich mir das auch zweimal überlegen, ob ich da vielleicht rein möchte oder nicht. Ich gehe mal ganz kurz eben in meine Butze und hau mich mal kurz aufs Öhrchen und dann gucken wir mal, was wir für Quests gerade haben. Ich glaube, wir müssen tatsächlich irgendwo zu der Hauptstadt da hinten hin. Was? Ja, hallo? Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Okay. So, und jetzt sieh mal zu, dass du hier aus meiner Hütte rauskommst. Freund der Sonne. Das passiert, wenn man die Tür auflässt. Raus mit dir. Ja. Ja, Richtung stimmt schon mal. Nicht in die Ecke. Raus. Ey, hör mal, gleich hat dein Arsch Kirmes, wenn du nicht rausgehst. Hopp, hopp, raus mit dir. Ja, nicht, raus. Was? Bist du besoffen, oder was? Ja, jetzt? Mhm. Nein. Geh. Tür. Es regnet, ich weiß. Ist nicht schön, aber such dir eine andere Hütte. Raus. Raus. Ja, 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 ja. Geh raus jetzt, Mann. Hab ich einen Nahkampfangriff? Nein, du sollst... Nö, ist nicht langweilig geworden. Aber ich, ist jetzt... Ist er das? Ist er rausgegangen? Unser kleines Sanctuary-Projekt hat geholfen. Das, oh, der raus. Super. Ich meine, auf andere Gedanken. Ah, super. Ja, von wegen knall ihn ab, den brauche ich. Das hat teuer Geld gekostet, der Onkel. So, hatte ich hier nicht irgendwo schon ein schönes Bettchen? Mein schönes Schla- Da ist mein wunderschön eingerichtetes Schlafzimmer hier mit Fernsehen. Warte mal. Würde der vielleicht wirklich funktionieren, wenn er einen Stromanschluss kriegt? Ich bin schon fast versucht, das auszuprobieren. Aber erstmal schlafen wir bis zum nächsten Morgen. Und dann gucken wir mal, was die nächste Mission hier sagt. Ich tue mal eben schnell hier das rote Ding aus dem Bild räumen. Das fällt mir jetzt nach 10 Stunden auch mal auf. So, ich fühle mich wunderbar gut ausgeruht. Das ist sehr schön. Sag mal, bin ich hier irgendwie die Wohlfahrt oder was? Darf hier jeder bei mir in der Hütte übernachten oder was ist hier los? Sturges. Willkommen im Nirgendwo. Einwohner, diese jämmerliche Gruppe. Du bist ja sehr nett und außerdem kannst du scheinbar einfach mal durch harte Gegenstände durchlaufen. Ohne, dass dich das großartig stören würde. So, was sagt denn unser Inventärchen? Bam, 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 bam. Die ganzen Waffen brauchen wir eigentlich nicht. Ich nehme sie trotzdem mal mit. Mentors, das ist okay. Diverses ist okay. Schrott. Ja gut, haben wir noch ein bisschen was. Das können wir. Wieso speichert der jetzt die ganze Zeit so schon so viel? Das ist ein bisschen... So, einlagern. So, ich wollte jetzt nochmal ganz kurz geguckt haben, ob es hier noch Deko-Objekt technisch... Sonstiges, genau. Okay, die Sachen haben wir alle hier. Tak, tak, tak. Was ist das? Mülleimer? Ja, okay. Wenn man möchte. Ach, guck mal, hier ist das Schild. Das können wir sogar tatsächlich bauen. Sehr schön. Was ist das? Eine Jukebox. Cool. Kinderbett brauchen wir natürlich nicht. Hundehütte brauchen wir auch nicht. Waschmittel brauchen wir auch nicht. Wandschmuck. Oh ja, ausgestopfte Kreaturen. Okay, da brauchen wir Brahminschädel für, Morvusrattenschädel. Müssen wir erstmal alles jagen, das ist eigentlich ganz interessant. Eine USA-Flagge. Da können wir uns mal übers Bett hängen, ne? So. An die gute alte Zeit gedenkend. Die ist aber groß, hör mal. Können wir hier vors Fenster stellen.
Scheint nicht so viel Licht rein. Bin eh kein Fan von Licht. So. Ja, ich hab's gemerkt, dass die immer wieder in die Häuser reinkommen. So. Tup, tup, tup. Anspruch Sonstiges. Brauchen wir nicht. Zeichen brauchen wir auch nicht. Gemälde brauchen wir auch nicht. Bodenbelege. Nee, das, was war das denn? Diesen Zeitungsständer wollte ich haben, aber irgendwie glaube ich, den werden wir nicht mehr kriegen. Aber den haben wir doch eingelagert. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da hätten wir vielleicht unsere ganzen Zeitungen und so weiter einstellen können. So. Schon wieder eine Viertelstunde rum. Meine Fresse. Ja, Juwel des Commonwealth haben wir jetzt gerade. Begib dich nach Diamond City. Das machen wir. So, haben wir denn jetzt... Was sagt unser Menü? Geht's denen hier gut? Oh, Energie 3, Wasser... Also alles fertig, alles super. Alles perfekt. Brauchen wir uns jetzt erstmal nicht weiter drum kümmern. Ist schon schön hier, ne? Ist auch ein schöner Tag, hör mal. Die Luft ist so leicht am Flimmern. Den Hund könnte man mitnehmen. Hör mal, Mutti, hast du was zu sagen? Einen Gefallen bitten, Kind. Ich weiß, das ist albern, aber ich brauche einen Stuhl. Einen, der besser zu meinen alten Knochen ist. Besorgst du mir einen? Einen Stuhl. Ja, ich helfe gern. Danke. Von welchem redest du jetzt gerade? Ich soll einen Stuhl hinstellen? Bau Mama Murphys Stuhl in Sanctuary. Ja, gut. Machen wir. Was ist denn Mama Murphys Stuhl? Keine Ahnung. Wo willst du denn hin, Mutti? Wie wär's denn mit einer kompletten Couch gerade mal? Flugzeugsitz. Oh, das sieht auch schön aus. Stellen wir mal hier hin. So, Mutti, ist der schön genug für dich, ja? Bist du damit einverstanden? Ich freue mich schon auf den Stuhl. Es ist so nett von dir, dass du mir hilfst. Boah, du sollst echt die Drohung weglassen, Fräulein. Okay, ihr eigener. Ja, das habe ich mir jetzt auch gedacht. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Sanctuary würde wachsen. Das dritte Auge lügt nicht. Baumenü in eigener Gegenstand. Ja. So, hier sind schon mal nicht. Stühle. Hocker, 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 hocker. Hier ist auf jeden Fall kein Mama Murphy Stuhl. Oder habe ich den jetzt irgendwie übersehen? Ella! Ganz draußen, nicht bei den Stühlen. Ach! Danke! So, Mama Murphy, wo bist du? Also egal, wir nehmen jetzt den Köter mit und machen mal ein bisschen... Sag mal, bist du irgendwie... Hey! Komm schon! So! Dann wollen wir mal auf Richtung, Diamond City!
Wo soll das denn sein? Ach so, ja, ja, direkt um die Ecke könnte man fast sagen. Ernsthaft, wir sollen bis dahin laufen. Da können wir uns ja fast erstmal bis dahin hin schnell reisen. Ich glaube, das machen wir auch, aber erstmal speichern wir. Bevor wir das machen. So. So, dann reisen wir jetzt mal. Ja, komm, doch bis zur Kavega. Wir werden wahrscheinlich jetzt sowieso direkt beschossen, weil da wieder irgendwelche Typen nachgespawnt sind. Das Ding sieht gut aus, das hätte ich gerne. Und das sieht mir so aus, als könnte man damit ein paar Leute überzeugen. Oh, ist ein bisschen diesig heute. So, dann schauen wir uns mal ein bisschen weiter um. Vielleicht finden wir irgendwo hier unterwegs noch was Nettes. Gut. Machen wir das mal. So, jetzt müssen wir drei Stück haben eigentlich. So. Nee. Was haben wir hier? Oh, der Super-Duper-Mart, den könnten wir eigentlich auch mal aufsuchen zwischendurch. Ich glaube, jetzt sich jemand verbaut, oder? Dogmeat hat mal wieder gecheatet. Stand erst da und steht jetzt hier. Oder beziehungsweise kommt von hinten angerannt. Ach du Scheiße. Okay. Lass mal den Hund in Ruhe. Den will ich selber essen. Die haben keinen Bock hier hinzugehen irgendwie. Hab ich da gerade schon Arm abgeschossen? Ist ja ekelig hier. Wer macht denn sowas? Näher. 31, 33, 35, 36. Oh, warten wir noch ein bisschen. Wir haben ja Zeit. Okay. Triff doch mal.
Triff doch mal! Triff doch mal! Alter, ernsthaft? 44% und 5-mal daneben? Ja, scheiße ohne Arme, ne? Ja, komm! Schlag mich doch! Ich kann dich immer noch treten! Hallo? Danke! Ja gut, das waren jetzt irgendwie... Hundi, jetzt habt ihr nicht so. Geht doch. Guck mal hier, Dogmeat. Hol's Ärmchen. Ich hätte das jetzt so gefeiert, wenn er den jetzt rangebracht hätte. Ein Silbermedaillon. Wie schön. Den hatten wir schon. Da liegt noch was. Was ist das? Super Tor Frostschutzmittel. Ja, wollen wir auf jeden Fall haben. Guck mal, Dogmeat. Reifen. Dong. So. Meine Fresse, da haben wir aber gut zugelangt hier mit den Armen. Aber die sehen aber auch eklig aus hier, ey. Fa, bibabu. Gut, was haben wir denn hier drin? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier jetzt keine mehr sind. Ich bin jetzt einfach mal so optimistisch. Haben wir auf jeden Fall ein Terminal. Oh, ich glaube, wir haben die gerade beim Frühstücken gestört hier. Holzblock. S. Was war das denn jetzt gerade für ein Ding? Holzblock IMD? Warte mal, wollen wir mal kurz eben nachgucken. Inventar. Holzblock I und D. Ach, okay. Ja, kann man, glaube ich, als Schrott bezeichnen. Das haben wir schon. 10mm Patrone. So, den können wir freilassen. Okay, da kommen wir direkt ins Commonwealth wieder raus. Das möchte ich aber... Also das Ding hacken wir auf jeden Fall eben kurz, weil da gibt ja wieder ein bisschen Erfahrung. Ich glaube, ich habe auch tatsächlich das letzte Level noch nicht abge... Oh, das ist natürlich ein schwieriges Ding hier. Groove war es nicht, dann... Na, bin ich bescheuert! Ich hoffe, das ist jetzt genau wie beim alten, das jetzt wieder auf 0 zurückgesetzt ist. Home. Treffer 2, dann wird's wohl Home Core sein. Also. Protektorensteuerung. Einheit aktivieren, Persönlichkeitsmodus auswählen. Was nehmen wir denn mal? Erste Hilfe. So, erste Hilfe und dann bitte einmal Ja, danke schön. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen kleinen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Bis dahin, alle Dute und dann gucken wir mal, was wir hier weiter in den Ruinen.